herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Daumen hoch, Abonnement. Und wenn du noch nicht abonniert hast, ist es wirklich schade. Ich sehe es nämlich in den Analytics. Ihr schaut die Videos, aber ihr abonniert nicht. Das ist doof. Und wenn ihr nämlich kein Video verpassen wollt, dann bitte, bitte abonnieren. Däumchen hoch, ne? Und dann hier die kleine Klingel. Das würde mich wahnsinnig freuen. Gesangsanalysen, Gesangsunterricht findet ihr auf tanjalevyvocalstudio.com. Und ja, lasst uns loslegen mit dem zweiten Teil von Little Mix. Video was zu Little Mix gesagt und eigentlich ziemlich viel auch. Also Little Mix, wirklich jedes von den Mädels hat ein unglaublich tolles Register, die haben einen unglaublich tollen Blend innerhalb ihres Registers, das heißt also die Übergänge sind da sehr sauber, man kann also, ja, es klingt dann halt wie eine Stimme und nicht wie so ein harter Bruch dazwischen. Natürlich auch sind die Pitch Perfect, das bedeutet auch, wenn man solche Harmonien lernt und singt, dann muss man einfach ein absolut gutes Gehör haben und natürlich muss man sich auf muss man natürlich auch aufmerksam sein auf seinen Gegenüber, ne? Weil um einen Sound zu erzeugen, um einen ganzen Klang zu erzeugen, muss man wirklich sehr sensibilisiert arbeiten und das machen die Mädels auch. Also man hört genau dieses Feintuning und ja, also das singen sie aus dem FF, weil die singen alle im Sitzen, in einer schlechten Haltung wohl bemerkt. Also alle gerade hier voll am Chillaxen auf der Couch mit einer schlechten Haltung, mit dem Bauch irgendwie eingeschränkt und so und auch nicht mit einer richtig guten Position, aber trotzdem funktioniert es halt, ne? Weil es einfach fallen, weil es einfach so schön, das war so eine Art kleine Staccato im Kopfstimmregister, also sehr, 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 sehr schön. Man sieht auch gerade akustisch nur eine Gitarre und die Mädels, die da einfach live drauf singen. Also sensationell, besser geht eigentlich nicht. Dann sehen sie auch noch alle fantastisch aus, was natürlich auch noch irgendwie klasse ist, ne? Aber das, was sie gemacht hat, sehr viel Staccato. Die eine Dame, jetzt habe ich den Namen jetzt gerade nicht parat, die benutzt sehr viel Riffs beim Singen. Also wirklich, da wird viel abgerundet mit Riffs, da wird viel sozusagen noch alternativ ausgesungen mit diesen Riffs oder eben halt mit Runs. Auch interessant. Kurz zu nebenbei für viele, die es nicht wissen. Das heißt, was viele Mädels auch machen, die stellen die Harmonie zur Verfügung. Einer macht dann den Liedgesang. Dann gibt es im Hintergrund noch Adlibs. Diese ganzen U's und A's, diese Yays und A's und alles, was da im Hintergrund passiert, das nennen wir sozusagen Adlibs. Und dann gibt es einmal den Lead-Vocal. Ganz wichtig auch, was ich immer mal wieder sagen wollte, weil es immer wieder hier passiert. Ihr selber, wenn ihr eine Karaoke-Version von irgendwas singt, ihr singt immer den Liedgesang. Bei den Karaoke-Versionen, bitte singt da nicht den Background. Ihr sollt den Liedgesang immer singen. Background ist immer Background. Also versucht nicht, Background-Gesang schnell noch rüber zu gehen in ein Lied, dann wieder hin und her. Das ist immer durchziehen mit dem Liedgesang oder mit irgendwelchen Adlibs. Weil die sind eigentlich deutlich interessanter. Also verläuft euch da nicht mit. Das ist jetzt mal so nebenbei Information. Die
die Endungen halten auch, ne? Also wie sie alle zusammen dann die Endungen gleichzeitig halten und dann gleichzeitig auch beenden. Ne? Das ist so viel Feinarbeit. Ihr könnt es euch eigentlich gar nicht vorstellen. Also die Mädels sind so aufeinander abgespielt. Das ist klasse. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen, über ein Abonnement. Und ich sehe euch weiterhin noch auf all meinen anderen Videos. Schaut euch doch mal das andere Little Mix Video an. Liebe Grüße aus Singapur.